Ein frisches Magnalo. Ich begrüße euch alle herzlich zu einer neuen Folge, beziehungsweise nicht neuen Folge, sondern einer neuen, kleineren Let's Play-Reihe hier zu Imperium Romanum. Ich stelle mal ganz kurz den Timer. Geht sofort los. Schön, weil sonst vergesse ich das wieder. Ich habe hier witzigerweise schon mal ein Let's Play angefangen, habe jetzt aber wieder komplett gelöscht, denn das Spiel lief mir da ein bisschen zu instabil. Ich musste ein, zwei Sachen meinem Computer einstellen. Ich hoffe jetzt inständig, dass das Spiel flüssig läuft. Das Spiel ist eigentlich von 2000, So. 2008. Ich muss mal ganz kurz hier die Dinger da auch noch ausstellen, damit ich nicht gestört werde. So oktobermäßig. Ich hatte mir jetzt auch eigentlich aufgeschrieben gehabt. Ah, hier habe ich es noch, die Zettel. Hammond Games ist der Entwickler. Gepublished ist das Spiel von Calypso. Und es kann man vergleichen wie mit zum Beispiel der erste Kaiser, Olympus, oder Zeus, Olympus, ich weiß nicht gerade, wie das hieß. Früher habe ich das mal gespielt gehabt. Naja, also man baut eine Stadt auf und ja. In dem Sinne Stadtsimulation in Antike. Könnte man fast meinen, mit ein bisschen Handel und bla 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 bla. Man kann auch hier Rom spielen. Ich habe das Tutorial schon gespielt und einmal kurz die Stadt nur ein bisschen angefangen. Darum steht dann Szenario fortsetzen. Aber ich will das Szenario nicht fortsetzen, denn wir wollen ja wieder eine neue Stadt anfangen, weil das war ja sozusagen die alte Let's Play-Reihe, die ich jetzt abgebrochen habe. Wir probieren es nochmal. Und ja, ich habe ja auch ein paar Sachen jetzt daraus gelernt, was ich da falsch gemacht habe. Was nehmen wir denn überhaupt? Ich glaube, ich nehme wieder dasselbe Land, das war das hier. In Thrakien. Das ist halt sozusagen einfach nur die Map. Egal, komm, wir nehmen Heratopolonis. Was? Herdrianopolis. Herdrianopolis. Bäh. Pardon, weil ich das falsch ausgesprochen habe, aber ich hatte kein Latein in der Schule. So. Na, da starten wir. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Man startet mit diesem Hauptgebäude hier. Das ist schon die Grafik. Ah, oh, muss ich kurz gucken. Nein, nein, nein. Ah, das stimmt. Nicht WASD. Erstmal Karte ausrichten. So, zu der Karte, die wir hier haben. Wie gesagt, ich habe die ja schon gespielt oder angefangen gehabt. Man hat hier ein paar vier Stege. Ne? Da kann man halt sozusagen Fischer drauf bauen oder Händler, bla 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 bla. Wir haben auch hier noch ein Warenlager. Aber da, dazu komme ich gleich. Das Spiel, wie gesagt, geht sich um eine Art Stadtaufbausimulator. Hier, ich kann jetzt Straßen bauen mit R, nur falls jemand das Spiel sich kaufen will. Wir ziehen jetzt hier erstmal eine Straße runter. Witzigerweise, diese Straßen sind selber angelegt. Also, es gibt zwei Straßenunterschiede. Einmal Straßen, die ihr selber hier so zieht. Und einmal Straßen, die hier sind. Die Bewohner sind aber nicht darauf fixiert, die zu nutzen. Also, da muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Gut, das erste, was wir brauchen, sind natürlich Einwohner und ein Holzfäller. So. Und deswegen ziehe ich jetzt mal so kurz hier so ein bisschen was so links und rechts was zur Seite. Hier so mal was runter. Weil wir haben ja hier unser Warenlager. Und erstmal die Häuser für die Bewohner. Genau. Die bauen wir jetzt. Nein, ich war doof. So. Das sind die schönen Häuser. Die setzen wir dann mal hier hin. Und guck, das meinte ich, was ich... Das ist das, was ich meinte. Ich kann ja hier an den Straßen von mir, kann ich das von dem Strand setzen. Die Straßen ignoriert er vollkommen. Ich werde jetzt entgegengesetzt dazu... Guck mal, ich könnte auch hier drüber bauen. Also die Straßen sind jetzt nicht so statisch wie in den meisten anderen Spielen. Wir setzen das jetzt mal so hin. Machen wir mal 6 Häuser. Die Sklaven hier. Die sind dafür da, um halt die Ressourcen dahin zu bringen. Dann werden die Gebäude eigentlich schnell selbst gebaut. So, jetzt die Holzfällerhütte. Gucken wir mal hier. Das passt. In Ordnung. Dann baue ich auch mal direkt einen Altar, bevor ich den nämlich vergesse. Weil das habe ich beim letzten Mal relativ schnell getan. So. Den können wir da auch schon bauen lassen. Und dann müssen wir uns um die Nahrungsversorgung kümmern. Ja.
Das platzieren wir. Na, warte. Es geht noch bis da, okay. Weil dieses Gebiet, was man hier halt sieht, das ist das Gebiet, wo die arbeiten gehen. Das finde ich ein bisschen doof gemacht. Die können nicht überall arbeiten, sondern nur in diesem Gebiet. Als wären die ein bisschen zu faul, kurz 10 Meter zu gehen. Aber ich glaube, ich mache das ein bisschen anders. Ich ziehe die Straße hier noch so ein bisschen lang. Wie mache ich das jetzt? Vielleicht so? Ja. Bauen wir direkt mal... Nee, nur eins. Einmal Weizen reicht. Und wir können einmal Brot hier eigentlich noch herstellen. Aber den Bäcker, den... Ach, den baue ich einfach so. Das passt so. In Ordnung. Dazu können wir eigentlich noch mal ein paar weitere Häuser platzieren, denn das wird relativ schnell voll, sehr voll sein. Ja, so. Nochmal zwei. Und dann nochmal eine Taverne. Denn die Taverne gibt die Nahrung aus. Ihr könnt das hier sehen. Moment. Erlaubt die Verteilung von Nahrung und Wein. Wein müssen wir jetzt gleich auch mal gucken. Okay, da ist der Eingang. Da seht ihr das. Warte, Moment. Wie kann ich das euch zeigen? Vielleicht kann ich das jetzt mal so euch zeigen. Da seht ihr den Eingang. Ein bisschen doof gemacht, aber ist leider so. Ach, eigentlich ist ja dieser Teil so gerade jetzt, ne? Okay. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt platzieren. Könnten wir... Wir stellen das so einfach mal so hier drauf, ne? Ja, ja. Nee. Ich würde sagen so, ne? Nee, hier. Hier kommt die Taverne hin. So. Genau. Zu den Gebäuden selbst. Man kann es halt nicht favorisieren. Doch, Bauprioritäten. Oh, das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Baupriorität könnte man erhöhen. Aber man kann auch den Bau beschleunigen mit Geld. Hier die Nahrung. Ich habe das beim ersten Let's Play ein bisschen getan, aber ich habe jetzt gemerkt, lieber nicht. Das Geld geht einem zu schnell aus, als dass sich das lohnt. Wir wollen jetzt hier nochmal kurz zwei Häuser. Drei Häuser. Und, ja. Was war denn das? Was ist denn das hier? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendeine Taste wieder gedrückt. Also man hat für alles hier ein Shortkey. Das ist ein bisschen... stressig, meiner Meinung. Weil ich verdrück mich so schnell da immer. Egal. So, jetzt haben wir das erstmal. Hier unten haben wir auch noch einen Steinbruch. Fällt mir gerade ein. Da kann man halt nur Stein abbauen. Ist ja eigentlich relativ klar. Okay. Dafür sind wir leider gerade noch aus der Reichweite. Okay. Dann platzieren wir mal eiskalt hier so runter noch zwei Häuser. Drehen wir dann nochmal rum. So, genau. Dann passt das auch. Haben sich jetzt schon... Lol, die haben sich schon direkt entwickelt. Nice. Du bemerkst eine edle Residenz. Ja, ja, bla 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 bla. Das ist krass, dass die sich direkt entwickelt haben. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, man muss aufpassen, dass die auch immer brav genug Arbeit haben. Sonst wären die sehr schnell sauer. Fisch holen wir uns direkt auch mal. Und Stein sind wir ja gerade bei. Aber wir könnten eigentlich auch mal zum Stein. Machen wir gleich, wenn es fertig ist. Ein Weg hinbauen. Okay, jetzt haben wir hier den Fisch. Ein. Da gehen wir mal so, ne? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Dann benötigen wir unsere Stadt hier noch eine Präfektur. Wie ihr seht, bekämpft die Feuer und Aufstände in einer Siedlung. Das ist nicht gerade unwichtig. Besonders die Aufstände. Ich würde sagen, so. Ja. Lass mal das Spiel ein bisschen schneller laufen. Nahrungsmittel haben wir jetzt gleich in Produktion. Holz würde ich noch behaupten, haben wir fast zu wenig. Weil einmal Holz ist nicht viel. Und jedes Gebäude benötigt an sich
Ah, Moment. Was haben wir hier? So, da. Ich muss nochmal kurz gucken. Sind wir dann da im Gebiet hier von dem Haus? Da, ja. Ich muss dann aber auch hoffen, dass sich da irgendwie den einer der Dorfbewohner dann hin bemüht. So. Genau, passt. Ich weiß gerade nicht, was da war. Lol, es ist gerade jemand aus dem Nichts aufgetaucht. Ich bin am überlegen, sogar den hier zu schneller zu bauen, aber das können wir auch später machen. Hier ziehen wir die... Sollen wir hier so eine Straße runterziehen? So hoch? Ja, würde ich sagen, ne? Ja. Die Straße verlängern wir dann noch. Darüber, wie sehr sich die Stadt in der letzten Zeit verändert hat. Ja, jetzt haben wir 10 Häuser des Typen Zasa. Das ist nicht schlecht. Jetzt haben wir schon 2. Was? Nicht genügend Brot. Ja, dann futtert doch nicht so schnell und so viel. Wir brauchen Mehl und... Ja, wohl Mehl ist eigentlich bei einem Ding mehr als genug. Da kümmern wir uns gleich drum. Aber was ihr... Wütend. Oh, ein Brunnen. Das ist korrekt. Das habe ich total vergessen. Wo habt ihr denn den Brunnen nochmal? Wo war denn das? Wo war denn das? Hier. Hier. Nein, nein, nein. Ein Brunnen. Da muss man immer drauf aufpassen, dass man den brav baut. Den mache ich auch direkt fertig. Das ist so eine Sache, den darf man nicht vernachlässigen. Dann geh du dein Bedürfnis befriedigen. Um halt ein bisschen mehr Wurst. Okay. Jetzt. Eines deiner Gebäude ist zu weit von den Häusern deiner Stadt entfernt und kann ohne Arbeiter nicht funktionieren. Ja, ja. Ist gut. Eigentlich hat das doch... Ja, ihr seid doch hier Häuser am Bauen. Das ist doch Quatsch. Du bist doch da, ne? Du bist an dem Einzugsgebiet. Oder hast dazu keine Lust? Was bist du denn? Arbeitsloser Mann. Gut, du arbeitest immer im Steinbruch. So, jetzt brauchen wir noch eine Schweinezucht. Die Schweinezucht, man muss das immer irgendwie so eine Mitte finden zwischen Stadt und dass das ein bisschen abseits ist alles, ne? Ne, das ist mir noch zu nah dran. Wir könnten eigentlich die Schweinezucht... So gefällt mir das aber noch nicht. So auch bauen, ne? Mach mal. Schweinezucht macht man so. Und aber den Bäcker. Ach, die Metzgerei, die können wir hier ruhig relativ stadtnah positionieren. Dann können sie sich nämlich da einfacher aufstellen. Aber vorher noch hier so. Aha. Da eine Straße lang. Schweinezucht, Metzgerei. Komm, mach das fertig. Wir müssen da jetzt langsam mal ein bisschen mehr Holz sammeln. Weil sonst sieht das meines Erachtens ziemlich böse aus. Du triffst einen seltsamen Mann, der sich nackt in einem Fass versteckt. Oh, kein Stoff. Ah, wir haben so viel, was wir noch bauen müssen. Ja, die haben sich viel zu schnell entwickelt. Das ist kacke. Ich habe zu viele Bedürfnisse am Anfang zu schnell befriedigt. So. Jetzt brauchen wir noch Flachs. Die Flachsplantage ist gar nicht mal so schlimm, wenn sie so ein bisschen näher stadtnah ist. Denn
Da können auch Frauen arbeiten, denn wir haben wahrscheinlich ein paar sehr viele arbeitslose Frauen. Wir könnten das auch hier positionieren, ne? Ich würde aber gerne eigentlich noch eine Straße vor hier... Egal, so ist okay. Flachs. Und zum Flachs gehört auch dann noch eine Schneiderei. Hier machen wir mal so ein bisschen Handwerkerviertelmäßig was. Zack. Die sind gerade nicht so zufrieden mit mir, aber gut, was will ich machen? Der benötigt Waren, die er sich nicht leisten kann. Wir können ja mal kurz erstmal unseren Forum verbessern. Jetzt können wir uns den Schutzgott wählen. Ich habe gern hier den entweder den Jupiter oder den halt Vulcanus. Ich muss jetzt mal überlegen. Nee. Wir machen lieber den Jupiter. Dann kriege ich jetzt noch ein paar zusätzliche Sklaven, wenn ich das jetzt so verbessere. Das ist okay. Plus 100 Dinar pro Haushalt, aber das ist mir jetzt noch gerade nicht so wichtig. Die sind jetzt was glücklicher geworden. Und warte, wie viele Arbeitslose haben wir denn jetzt? Das war das eigentlich, was ich gucken wollte. Relativ viele arbeitslose Frauen. Manche deiner Bürger sind sehr arm und könnten kriminell werden. Ja, die sind sehr arm. Die können sich nichts leisten. Ja, den geben wir da mal kurz einen kleinen Ausgleich. Weil das bringt mir gar nichts. Ja, die sind alle, je nachdem, was ärmer. Der hat doch Arbeit. Verstehe ich nicht. Warum ist denn der arm? Ein Junge. Okay. Arbeitslose Frau. Ja, ich bin ja noch dabei, hier alles auszubauen. Machen wir damit dann mal ein bisschen schneller. Dann können wir hier ein paar Frauen einstellen. Genauso wie mit dem... Ja, jetzt tue ich es doch schon die ganze Zeit. Immer schneller Ausbau. Bescheuert. Ich bin bescheuert. Jetzt haben wir auch noch mal ein paar Frauen eingestellt. Wunderbar. Ich bin auch dafür, dass wir jetzt hier noch schnell nebenbei eine Weinberg bauen. Hier in die Nähe. Wegen den Frauen. So. Sollen wir den hier unten positionieren? Nee, ich will den Platz mir eigentlich noch offen lassen. Aber ich will mir oben auch nichts zubauen. So. Ich hoffe, das passt jetzt einigermaßen. Der Weinberg, da können nämlich auch in der Regel nur Frauen arbeiten. Ich würde eigentlich gerne mal wissen, welche Jobs jeweils die einzelnen... ...und Frauenbauer oder Bäuerin werden. Okay. Hier können nur weibliche arbeiten. Flachsplantage. Nur weiblich. Beim Weizen. Arbeiter, da ist es egal, okay. Hier fehlen Leinen. Ja, da müssen wir jetzt erstmal durch. Eine zweite Siedlung werde ich jetzt gleich hier oben errichten, denn hier haben wir einmal Marmor und auch nochmal Stein, den wir gleich brauchen werden. Hier haben wir aber nur einen Arbeiter. Aber wir haben nur noch arbeitslose Frauen, okay. Und einen Arbeitsplatz frei, alles klar. Dann positioniere dich mal hier. Bauen wir mal drei Häuser.
Und... ein Marktplatz. Der ist wichtig. Den positionieren wir mal. Also ich werde ja nicht mehr weiter nach unten Häuser größtenteils bauen. Passt also so rum. Zeit ist rum. Ich habe jetzt leider noch nicht genug zeigen können. Ich mache noch kurz ein Speed. Speed-Check noch hierzu. Ne? Während die Sachen jetzt hier noch am Bauen sind. Also ihr seht ja hier nur schwarz werden sie, wenn irgendwas fehlt. Man kann auch handeln, aber das werden wir später machen. Denn hier gibt es auch noch Barbarendörfer. Wie ihr hier seht. Und die haben eine bestimmte Einheit. Man kann die vernichten, um dann halt, weil wenn man hier baut, die können halt einen auch angreifen. Lecker Marsch. 108.000 Mann sind da drin. Ob sie irgendwann doch von selber mal auf die Idee kommen, einen anzugreifen, weiß ich nicht. Müsste man halt mal gucken. Und ob es irgendwas bringt, ob man mit denen handeln könnte oder so, ich habe keine Ahnung. Das könnt ihr zur Not ja mal in die Kommentare schreiben. Ich habe noch nicht so weit gespielt. Hier haben wir auch noch ein Dorf. Also es gibt hier zwei Dörfer. Nein. Ich weiß, dass man die auf jeden Fall abreißen kann durch das Tutorial, was ich gespielt habe. Naja, Leute. Ich hoffe, es hat... Oh, hier sind ja mittlerweile vier Leute drin. Ein Haus beherbergt eine Familie aus zwei Erwachsenen, einem Kind und einem älteren Bürger. Okay. Ja, wenn der ältere Bürger... Ich verstehe jetzt nicht, warum die so wenig Geld haben, wenn sie beide arbeiten gehen. Egal. Manche deiner Bürger sind sehr arm und könnten kriminell werden. Ja, sollen sie arbeiten Kriminelle gehen. Kriminelle arbeiten jedoch nicht und legen Feuer. Deine Präfekten werden versuchen, sie zu verhaften, bevor sie ernsthafte Schäden anrichten können. Ja, geh mit dem Haushalt was Geld. Damit sie... Das ist eigentlich eine sinnlose Scheiße, ne? Dass sie nicht arbeiten gehen von sich selbst. Oh. Oh. Die sind eher wichtiger. Aber warum? Ich verstehe es nicht. Wenn beide arbeiten gehen, wieso haben sie kein Geld? Du bemerkst ein Gebäude in äußerst schlechtem Zustand. Holz. Ja, ja, bla bla bla. Ist schon klar. Aber das ist ja irgendwie ein bisschen kappes. Gut, ist egal. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf die nächste Folge, wenn wir hier wieder mit dem Imperium Romanum weitermachen. Ich weiß nicht, wie weit ich dieses LP mache. Kann sein, dass ich das auch vorzeitig abbrechen werde irgendwann. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben ein Feuer. Du hörst einen verzweifelten Schrei aus der Ferne. Feuer. Eine dicke, schwarze Rauchwolke erhebt sich in den Himmel. Ja. Alle Präfekten in der Nähe eilen zum brennenden Gebäude, um es zu löschen, bevor es zu spät ist. Gehst du mal das Feuer löschen? Oder bist du dafür nicht zuständig? Oh, hey. Doch, der trägt da Wasser ein. Oh, lass mich noch kurz gucken. Mit euch. Wie die Leute hier dran vorbeischlendern und einer mit nur einem Eimer Wasser dahin läuft. Oh, der ist auf einmal wieder voll, oder wie? Hier ist ein Fluss. Warum holt sie da nicht Wasser raus? Musst du wirklich zum Brunnen laufen? Achso, du kannst auch nicht von da aus Wasser drauf schütten, ne? Okay, es brennt weniger. Und ich sehe gerade, ich brauche mehr Brunnen. Wenn das so abläuft. So. Egal, gut. Bis später, Leute. Ciao.